Fettnässen wächst sich selten einfach aus. Nur 15% der Kinder pro Jahr werden von alleine trocken. Nur weiß keiner, wann das passiert. Das kann in einem Vierteljahr passieren, das kann aber auch 5, 6 und mehr Jahre dauern. Abwarten oder experimentieren führt nur dazu, dass das Kind unnötig lange leidet und Nacht für Nacht mit der Angst schlafen geht, dass etwas passiert. Rat und Hilfe von Experten einzuholen ist unbedingt notwendig. Erste Anlaufstelle in Österreich sind Urologen, Kinderurologen und Kinderärzte. Vorweg einmal. Und dann für besondere Fälle oder wenn man eben keinen entsprechenden Fachmann oder keine Fachfrau findet, dass man diese spezialisierten Enuresis-Ambulanzen aufsucht, die in jedem Bundesland vorhanden sind und quasi in den meisten Schwerpunktkrankenhäusern. Viele Kinder wissen nicht, warum sie zum Facharzt oder in eine Spezialambulanz geschickt werden. So meine erste Frage ist immer, weißt du, warum du heute zu mir kommst? Und da oft mit Nein. Wichtig ist hier einfach, genau zu erklären, was hast du für eine Krankheit. Ich zeige den Kindern, wie funktioniert meine Blase eigentlich, wo kommt denn der Hahn eigentlich her. Das wissen sehr, sehr wenige. Ich möchte gesund werden, ich möchte das schaffen und dann ist die Motivation auch automatisch da. Die Kinder gehen dann oft mit einem Selbstbewusstsein nach Hause. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert, ich kann das und ich werde dir das schon zeigen, dass ich das bis zum nächsten Mal schaffe. Das Zentrale ist, dass die Verantwortung, die normalerweise sehr viel die Eltern übernehmen, zum Kind kommt. Also wir erleben das in unserem Alltag sehr oft, dass die Eltern sehr viel an Verantwortung übernehmen, zum Beispiel die Kinder auf die Toilette schicken, die Kinder ans Trinken erinnern und die Kinder sich eher ausruhen und einfach nicht dazu beitragen. Das ist so unsere Erfahrung. Auf den Termin beim Arzt kann sich die Familie gezielt vorbereiten und die Untersuchungen, die vorgenommen werden, sind absolut schmerzfrei. Hier handelt es sich nur um ein kurzes Gespräch, um eine körperliche Untersuchung. Der Hahn wird angesehen, das Kind muss Hahn lassen und es wird dann noch mit einem Ultraschall der Resthahn bestimmt. Und das ganz Wichtige dabei ist, Sie müssen ein Protokoll ausfüllen über mindestens 2 Tage, wo die Eltern oder die Kinder vor sich schon in der Lage dazu sind, einfach eintragen mit Uhrzeit und Tag genau, wann, wie viel sie trinken, wie oft sie aufs Klo gehen, wie groß die aktuelle Harnmenge ist und ob sie in der Nacht eingenässt haben oder nicht. Steht die Ursache fest, wird gemeinsam mit dem Arzt die Therapie festgelegt. Ich würde meinen, dass zunächst einmal jeder Behandlung obligat eine Abklärung vorausgeht. Das ist ganz wichtig. Ja? Und trauen Sie keinem Arzt oder keiner Ärztin, die Ihnen innerhalb von 5 Minuten irgendein Medikament verschreibt oder irgendeine Behandlung, sondern vorausgehen muss eine genaue Abklärung. Und wenn die Abklärung dann ergibt die Ursache, dann kann ich gezielt und individuell behandeln. Und ich würde meinen, in Summe sind die Erfolgsraten relativ hoch, ja, 80-90%. Bleibt Enuresis unbehandelt, leidet vor allem das Selbstwertgefühl der Kinder. Wir haben dann auch gesehen, bei Kindern, wie sie dann erfolgreich behandelt werden, dass ihr Selbstwertgefühl innerhalb kürzester Zeit, das heißt innerhalb von ein paar Wochen, wieder auf das gleiche Niveau ansteigt wie bei Kindern, die in der Nacht vollkommen trocken sind. Also aus meiner Sicht ist das größte Problem einfach diese Selbstwertreduktion bei den Kindern. Und gerade deswegen ist es auch so wichtig, das rechtzeitig und gut und richtig zu behandeln.